Er ist der Gewinner des Reputation TV Castings. Er hat sich gegen 250 Bewerber durchgesetzt. Und heute nehmen wir hier bei 7 Inch im Studio seinen Gewinnersong auf. Herzlichen Glückwunsch nochmal, Drop Dynamic. Danke. Und ansonsten möchte ich natürlich auch diese illustre Runde hier begrüßen. Quasi unser großes Finale. Mel Beats, man kennt sie alle, die Queen of Hip-Hop, Fahrt, unser Jury-Member, der auch die ganze Zeit bei Reputation fleißig mitbestimmt hat, und 7 Inch, der uns heute tollerweise sein Studio ausleiht. Schön, dass ihr alle da seid. Jetzt zuallererst mal zu dir, Drop Dynamic. Als wir uns das letzte Mal gesehen haben, da haben wir dich mit Konfetti beworfen und dir die frohe Botschaft überbracht, dass du der Gewinner bist. Wie ist es dir seitdem ergangen? Hast du diese Nachricht langsam verdauen können? Weil in dem Moment standst du so ein bisschen sprachlos in deinem eigenen Hausflur. Ja, ihr habt mich da sehr gut überraschen können. Ihr seid echt Schweine, aber positiv gemeint. Ihr habt es echt gut hinbekommen, mich zu überraschen. War echt krass. Natürlich brauchte ich ein bisschen Zeit, es zu realisieren. War echt überwältigt und mittlerweile habe ich es realisiert. Ja. Wie waren so die Reaktionen deines Umfelds, deiner Freunde, deiner Familie und auch deiner Rap-Kollegen? Was haben die alle so gesagt zu deinem Sieg? Viele meinten, das war verdient und dass sie es mir gönnen, auf jeden Fall, das auf jeden Fall gut ausnutzen soll. Und dass alle haben sich einfach für mich gefreut. Und da habe ich auch die wahren Freunde gesehen und genau. Nur positive Resonanz. Mel Beats sitzt neben mir, du wirst den Gewinner-Beat beisteuern für Drop Dynamic. Vielleicht mal ganz kurz, warum hast du dich entschieden, bei Reputation mitzumachen? Ich wurde gefragt und da habe ich gleich ja gesagt. Ich finde es eine gute Idee und ich freue mich auch, dass er gewonnen hat. Das ist ein Netter, wir haben uns auch schon kennengelernt. Ja, Naunin hat er mir gesagt, ich erinnere mich auch. Ja, ist doch eine gute Sache und ja, nö, warum Beat abgeben, ist doch kein Ding. Kannst du das Mikro gleich nochmal weiterreichen an Fahrt? Was sagst du denn zu dem Sieg von Drop Dynamic? Ich weiß, das kann man, glaube ich, ganz offen und ehrlich ansprechen, du hattest einen anderen Favoriten. Bist du jetzt trotzdem zufrieden mit der Entscheidung? Ist das alles okay für dich? Ja, also ich freue mich erstmal für ihn. So, er ist auf jeden Fall jemand, von denen ich sagen würde, der hat von vornherein sein Ding gemacht. Bei ihm war es mir von vornherein klar, als ich ihn gehört habe, dass er sein Handwerk beherrscht. Er weiß, was Rappen ist. Zum Beispiel heute saß er drüben, hat seine Parts geschrieben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass ich rübergehen muss und ihm sagen muss, was zu tun ist. Ich bin selber überrascht darüber, dass so viele, von denen ich der Meinung bin, eigentlich schon Leute mitgemacht haben, die von ihrem Handwerk wissen, was zu tun ist und wirklich auch schon meiner Meinung nach fertige Rapper sind. So, dass ich eigentlich gar nicht mehr so im Großen und Ganzen jetzt detailliert auf die Eingang bin und auch Ratschläge verteilt habe, sondern einfach nur meine persönliche Meinung habe einfließen lassen. Nichtsdestotrotz muss man sagen, Drop Dynamic hat am Ende nochmal wirklich eine Schippe draufgelegt, ist auch auf Ratschläge eingegangen, die man ihm gegeben hat. Und ich denke, das Gesamtpaket, dass er am Ende nochmal dieses Humor-Ding ausgepackt hat, sich selber so ein bisschen auf die Schippe genommen hat, aber gleichzeitig cool nach vorne gegangen ist, hat ihn ein wenig auch über das ganze Ding über so ein bisschen sympathisch gemacht und auch so ein bisschen den People's Champ ausgemacht. 7 Inch, du hast uns heute hier quasi dein Studio zur Verfügung gestellt. Hier hängen ja auch Unmengen an goldenen Schallplatten. Hast du das Ganze so ein bisschen verfolgt? Also wie würdest du die Qualität insgesamt auch bei Reputation einschätzen? Waren da insgesamt Leute dabei und eben auch Drop Dynamic, wo du sagst, da steckt Potenzial dahinter? Ich muss leider auch eingestehen, ich habe relativ spät von dieser ganzen Kampagne erfahren. Aber auf jeden Fall. Aber besser spät als nie? Besser ne? spät als nie. Nee, auf jeden Fall ist eine coole Sache, denke ich mal, um so einen Support rauszuschicken. Und wie gesagt, Robert, Drop Dynamic ist ein sehr guter Junge, sehr talentiert. Ich habe ja auch ein paar Sachen schon von ihm jetzt gehört, auch im Vorfeld. Und ja, ich denke, er wird da auf jeden Fall seinen Weg gehen. Und ich bin sehr gespannt auf den Song, den er dann heute aufnehmen wird. Wir können ja nochmal so ein bisschen die Zeit reflektieren, die du bei Reputation verbracht hast. Vielleicht erzählst du uns mal so ein bisschen, wie anstrengend diese ganzen Wochen und Monate waren. Wie viel Spaß hattest du? Wie viel Schweiß und Tränen sind aber vielleicht auch geflossen bei all der Arbeit? Es war wirklich sehr harte Arbeit. Ich hab's aber natürlich... Dankeschön. Dennoch habe ich diese Zeit genossen. Es hat sich so ein kleines Team gebildet. Auf jeden Fall mein Kameramann hat sehr gute Arbeit gemacht, Gökhan Yilmaz Films, und natürlich auch mein Produzent Normski von der Subsondation Studio, Street University Berlin. Wir saßen nachts und haben gearbeitet. Und ja, da ist viel Schweiß geflossen. Wir haben halt kaum geschlafen. Ich habe alles, was es gibt, da draußen vernachlässigt, so, Entschuldigung an meine Freundin und auch meine Kumpels, meine Familie, aber die haben mich, ja, danke, großer Bruder,
Soweit ist es schon, ihr seid schon quasi Brüder geworden jetzt in der Zeit, ja? Genau, each one teach one. Fahd, mich würde ganz zum Schluss noch interessieren, was du denn denkst, was jetzt hier aus diesem jungen, talentierten Mann wird. Was glaubst du, wo kann er hingehen mit seiner Musik und hast du da schon so Visionen? Also Vision jetzt nicht direkt, ich denke, die Türen stehen ihm jetzt offen, er kann sich noch mehr Gehör verschaffen. Er muss auf jeden Fall jetzt viel Zeit investieren, viel Kraft, um dran zu bleiben, weiter sein Output zu füttern und die Leute auf jeden Fall warm zu halten. Und ich denke, die besten Schritte werden jetzt einfach weiter wirklich so, wie er gearbeitet hat, dass er sagt, dass er viel, viel dafür investiert hat, zu machen, zu gucken, dass er gute Songs abliefert. Auf jeden Fall nicht auf Mel Beats weiter rappt in Zukunft, damit er Erfolg haben kann. Ansonsten ist alles eigentlich ganz cool. Also sonst läuft es, denke ich. Und er ist ein charismatischer Typ. Ich denke, er hat auf jeden Fall, er ist ein sympathischer Typ, wenn die Leute ihn sehen. Man nimmt ihn auf jeden Fall als einen sympathischen Dude wahr. So. Und ich denke, er hat heute genug Erfahrung gesammelt hier, dass er nicht wieder auf Mel Beats rennt. Ich merke schon, ihr habt hier alle ganz, ganz viel Spaß. Ich glaube aber, es ist auf jeden Fall auch Zeit, gleich weiterzuarbeiten. Deswegen sollten wir vielleicht an dieser Stelle euch auch wieder alleine lassen und ein bisschen für Konzentration sorgen. Aber ganz zum Schluss die allerletzte Frage natürlich noch an dich. Drop Dynamic, was wünschst du dir denn jetzt selbst? Was glaubst du, was jetzt nach Reputation passiert? Wo willst du hin? Na, auf jeden Fall weiter nach vorne, nicht stagnieren. Diesen Vorteil, was ich jetzt mir erarbeitet habe, auf jeden Fall ausnutzen, weiter hart arbeiten, meine EP fertig kriegen und somit vielleicht mehr Aufmerksamkeit bekommen. Aber wo ich halt hin möchte, hier, wie Fahd zum Beispiel, dass ich eines Tages auch in den Charts mitspielen kann und in der Zukunft auch mit der wundervollen Melanie und wundervollen 7-Inch in der Zukunft vielleicht mehrere Projekte starten könnte. Und vielleicht auch mit Fahd. Mal gucken. Eine Frage. Ja. Hast du schon einen Namen für deine EP? Ja. Und zwar meine EP heißt Spektakulär. So heißt meine EP. Bin ich übrigens sehr sympathisch, dass du immer über dich selber lachst. Ja. Selbstironie ist auf jeden Fall. Ich mag auch Speck, ja. Vielen Dank. Und ihr werdet noch viel von mir hören. Seid überrascht. Dankeschön. Danke dir. Ganz, ganz herzlichen Glückwunsch nochmal. Drop Dynamic Reputation. Das ist unser Gewinner. Und das war's dann somit auch